Darf ich reinkommen? Natürlich. Okay. Hallo, Frau Biel. Herr Rottenbach. Können wir uns bitte normal ansprechen, wenn wir alleine sind? Ja. Anni? Gut. So, also ich habe heute alles geklärt, was ich klären konnte. Warte mal, ich gehe mal gucken. Und wie fandest du deinen ersten Tag? Ruhig, entspannt. Wir gehen mal gerade in das andere Büro. Da können wir uns enger setzen und müssen nicht so schreien. Ich habe heute einen Sprachfehler. Ich hab's gleich. Ich saß ja auch noch nicht, alles gut. Aber ne, wenn du ein bisschen aufpasst und kleine Löcher mit deinen Schuhen in den Sitz machst. Das sind extra Gummisohlen, da passiert nichts. Ja. Was hast du denn jetzt mit dem... Mit dem Unfall. Also, der Verdacht hat sich nicht bestätigt, aber die Feuerwehrrechnung ist nur bis zur Hälfte bezahlt worden. Das ist jetzt aber geklärt, alles voll bezahlt. Es kann aber sein, dass sich Aris nochmal meldet, weil er eigentlich davon ausgeht, dass die Stadt das bezahlen müsste, weil nicht gestreut war. Naja, gut, aber es ist allgemein in der Stadt nicht gestreut, weil die Stadt festfährt. Ja. Ansonsten wäre die Sache jetzt aber geklärt, also alle Rechnungen sind bezahlt. Welche Aussagen hast du denn da jetzt bekommen, wenn weil Fabi meinte da ja irgendwas von gegensätzlichen Aussagen? Ja, ich hatte einmal die Aussage jetzt von Aris bekommen, dass es eben zu glatt war. Er wollte bremsen, er ist ganz normal mit 70 den Berg runtergefahren, wollte bremsen, ist aber gerutscht und dementsprechend Tara ins Auto frontal reingefahren. Tara wollte eigentlich nur abbiegen, stand an der Kreuzung und wollte eben warten, bis Aris vorbei ist, um dann abzubiegen. Ja, dann hat das halt geknallt und auf der einen Seite war es dann halt die Aussage, ja, es war zu glatt. Auf der anderen Seite dann die Aussage, ja, man müsste sich ja eigentlich an die Gegebenheiten, also aktuell den Schnee und das Glatteis, anpassen. Und das waren die Gegensätze, weswegen dann eben auch die Frage im Raum stand, wer bezahlt denn jetzt überhaupt den Feuerwehreinsatz? Naja, aber das geklärt. Und welche davon war jetzt die Bella hatte? Bella hatte noch die Aussage von Tara, dass sie eben abbiegen wollte, während das für Aris so aussah, als ob sie auch ganz normal gefahren wäre. Das waren so die Gegensätze. Okay. Ja. Mhm. Hat halt nichts gebracht, Herrgott. Ja doch, die Rechnungen sind bezahlt. Ohne Probleme. Nee, ich meinte an Ermittlungsaufwand. Ach so, nö. Das meinte ich. Was hast du denn jetzt noch bezüglich des sag mal, was ist denn heute mit mir? Also bezüglich des Banküberfalls. Ich hatte an Abby noch die Frage gehabt, wie weit sie denn mit dem Overwatch, also mit Rossi und dem Heli, von der Stelle entfernt war, wo sie den Tatverdächtigen hat Funken sehen, weil ich das gerne wissen wollte, wie genau sie das hätte sehen können. Die waren aber ganz knapp über dem Dach, also sehr nah dran und dementsprechend hatten sie eine gute Sicht. Von dem Herrn Salzer wollte ich eigentlich nur wissen, was in seiner Aussage mit in der Nähe hat er dann den Streifenwagen abgestellt, gemeint ist. Und da ist rausgekommen, dass das der Hinterhof zwischen 7089 und 7088 ist.
wo auch die Motorräder und das unbekannte Auto gefunden worden ist. Von Herrn Oldfield wollte ich wissen, wem die 6 Motorräder genau gehören. Zugelassen sind sie, also 4 von denen sind auf Rick Sommer zugelassen, einer auf Rocco Sanchez und eine der Maschinen ist auf Micha Schwarz zugelassen. Dann wollte ich von Herrn Müller wissen, wer die Person im Auto war. Da war ja die Geschichte von wegen, dass sie sich dem Auto genähert haben. Und jedes Mal, wenn sie zu nah am Kofferraum war, ist er eben ein Stück weitergefahren, weswegen sie sich zurückgezogen haben, um eben keinen Schaden davon zu tragen. Wer die Person ist, ist aktuell unbekannt. Also das konnte er leider nicht sehen. Und die Frage, die ich eigentlich an Rossi hatte, habe ich jetzt im Nachhinein erstmal für unwichtig deklariert. Welche Frage hättest du denn noch? Da ging es darum, dass Rossi Informationen über Funk weitergegeben hatte, in Bezug auf eine ähnliche Geschichte, die früher schon mal passiert ist, die aber ja, in keiner der anderen Aussagen aufgetaucht ist. Die habe ich aber erstmal als unwichtig deklariert. Okay. Zu der Akte 68120-3. Mhm. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Die Akte von Frau Kunis? Mhm. Sekunde, da muss ich nochmal reingucken. 03 sagst du. Also nichts, was mir bei den anderen nicht auch aufgefallen wäre. Also so gar nichts? Aktuell nein. Guck dir mal die Uhrzeiten an, die da in der Akte stehen. Da stehen 3 Uhrzeiten drin. 20.20 Uhr, 22.40 Uhr, 20.25 Uhr. Meinst du die? Hm, setz die mal in Bezug zueinander. Die Frau Kunis gibt an, dass sie... um 20.20 Uhr den Alarm in der Hauptbank. Da ist der losgegangen. Genau, gibt dann an, dass sie gegen 22.40 Uhr oder was das war, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, war sie dann da, weil sie irgendein Problem mit ihrer Waffe hatte. Gibt dann unten aber Infos von 20.25 Uhr an. Hm. Also zuerst stellt sich mir mal die Frage, hat die 20 Minuten oder über 2 Stunden gebraucht, um zum Einsatzort zu kommen? Mhm. Und wenn es nur die 20 Minuten waren, was ich tatsächlich eher für wahrscheinlich halte, was will sie uns mit dieser 2025 da sagen? Ja, das ist ja in Bezug auf die Anweisung von PD30. Ja, da ist aber halt die Frage, dass ob sie das, weil was mich halt interessiert ist, ist das das, was sie im Funk gehört hat oder war sie da schon an Ort und Stelle? Weißt du, was ich meine? Hm. Weil das würde dann mit den Uhrzeiten oben halt nicht passen. Mhm. Dann habe ich eine Vermutung, wer das in dem Auto war. Mhm. Auch indiziert durch das, was die Frau Kunis geschrieben hat. Mhm. Weil da stand ja sowas drin, wie mir bekannt als Thea. Meinst du, weil wir auch Jay vor Ort gesehen hatten? Weil wir auch Jay vor Ort gesehen hatten, weil Jay und Thea quasi aneinander hingen wie Kletten, weil Lex dabei war. Ist halt die Frage, die ich mir stelle zu dem Herrn Müller. Was ist denn mit demjenigen in dem Auto, was ist denn da passiert? Ist der weggefahren? Wer hat denn den festgenommen? Ich finde es übrigens schön, dass du dir die Namen dazu geschrieben hast und ich mir die Aktennummern. Das funktioniert hervorragend. Die Aktennummern stehen ja ganz vorne in der Spalte. Nee, ich meinte in meinen Notizen. Ich habe nur die Akten... hinten mit reingeschrieben, nicht die PD-Namen. Ach so. Ja, ich fand das übersichtlicher, damit ich weiß, von wem welche Aussage ist.
Deutschmann 1989. Good night, have a nice day. Was hast du denn da mit dem Ameisen in Aktion für? Ja, das war auf, in Bezug auf die Aussage von Rossi, weil sie meinte, wie Ameisen aus einem Nest heraus, deswegen Ameisenaktion. Weil ja überall in der Stadt die Alarme losgegangen sind, um das PD zu zerstreuen. Und dann ist erst der Alarm in der Hauptbank losgegangen. Das meine ich mit Ameisenaktion. Ich glaube, Rossi wollte das nur plastischer ausdrücken. Ja, und ich habe das übernommen. Ist das jetzt falsch? Nee, alles gut. Ich find's nur irgendwie cool, dass das mit reingenommen ist. Ich hab's doch in Anführungszeichen gesetzt. Ich musste ein bisschen lachen, als ich das gesehen habe, Herr Rossi. Ja, aber es ist eigentlich, es beschreibt das sehr gut, was da passiert ist. Ja. Anschein. Ja, bitte. Wenn du dein Tablet aufmachst und auf die Personensuche gehst, kannst du eine Person suchen, die Banküberfall heißt. Also genau genommen heißt es Banküberfall. Und da findest du die ganzen Akten zum Banküberfall. Alle. Wie viele Eingänge hat die Hauptbank da oben eigentlich? Zwei, soweit ich weiß. Okay, den Haupteingang jetzt... und einen Seiteneingang. Ja, okay. Hast du, Gabby, irgendwo gelesen, von wem die Anweisung kam bei der Aussage in der Nummer? Warte. Ich lusche mal gerade in deine Notizen. Mhm. Bei der von Herr Oldfield. Das ist die Nummer 4. Genau. Stand ja drin, dass die Anweisung bekommen haben, die Fahrzeuge untüchtig zu machen. Hast du irgendwo gelesen, von wem die Ansage kam? Mm-mm. Ich auch nicht. Das ist Oldfield PD 37? PD 37 ist Oldfield, richtig. Ich muss mal ganz kurz telefonieren. Hey, Gabby, meine Liebste. Hallo, ist wichtig? Nee, ich wollte nur dich anrufen. Okay. Ist dein Stress? Wir sind gerade noch in der Nachbesprechung. Okay, ruf. Okay, wir hören uns dann später. Ja, ich kann mich gleich melden, wenn wir fertig sind. Ja, alles gut. Okay, bis dann. Tschüss. Und wieder am Start. Ja. Die Nummer 6 war Müller, ne? Ja. Die Nummer 2 war, glaube ich, Milford. Genau. Alias Ghost. Mhm. Das schreibe ich mal bei mir hinter. So, die 1 war Salsa, das weiß ich noch. Genau. Und die ohne war Abby, glaube ich. Genau. Nummer 5 war Jones. Ja, 6 war Müller. Genau. Dann gibt's noch Rossi und Panther. Also ja. Rossi inklusive Winter, die Aussage, und ja. Panther. Genau, die waren ja in den zwei anderen Akten ohne die... Genau, ohne die Nummerierung dahinter. Genau. Ich habe mal eine Frage. Mhm. Einfach, dass ich verstehe, wie du denkst. Warum interessiert dich das mit der, warum das nicht bei anderen als Ameisenaktion bezeichnet wurde?
weil das eigentlich, denke ich zumindest, eine wichtige Information ist und man ja dann von den Erfahrungen, die damals gesammelt worden sind, hätte was übernehmen können. Das ist mir eher aufgefallen, weil Jones ja sein lustiges Feedback da reingeschrieben hat, was ich immer noch sehr unpassend finde. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist nochmal so eine ganz andere Nummer. Hm. Nee, aber warum man sich darauf nicht bezogen hat? Ich glaube tatsächlich, dass diese Ameisengedöns keine Bezeichnung ist. Das ist, glaube ich, wirklich einfach nur ein Es geht ja darum, dass so ein ähnlicher Fall halt schon mal vorgekommen ist. Ja, aber der ähnliche Fall hat ja nichts mit der Ameisenaktion zu tun. Das meinte ich. Also der Fall früher, um es mal so auszudrücken, war, glaube ich, nicht die Ameisenaktion. Ich glaube, hat Rossi da wirklich nur reingeschrieben, um das zu. Ja. Warte mal, ich muss das gerade mal nochmal lesen. Vielleicht bin ich da auch jetzt gerade völlig falsch gewickelt. Warte mal. Also im ersten Satz, zweiter Absatz, wird genau das aber gesagt, dass es einen ähnlichen Fall schon mal in der Stadt gab. Ja, das kann ich dir, glaube ich, sagen, weil, glaube ich, kaum einer so lange in der Stadt ist wie Rossi. Das kann dir aber, glaube ich, oder Abby, der Herr zu meiner Linken eher sagen. Rede vom ersten Tag. Weil ich glaube, weder ein Oldfield, noch ein Jones, noch ein Müller. Ja, aber erst recht dann würde ich doch darauf Bezug nehmen, wenn ich jemanden im Team habe, der sowas in der Art schon mal mitgemacht hat. Also das ist das, was mich halt so wundert, dass da niemand anders drauf eingegangen ist. Ja, weil die ja keine Kenntnis von der Aktion früher hatten. Ja, aber sie ist doch durchgefunkt worden. Also die stört jetzt eigentlich nur nicht, dass die Officer, die keine Kenntnis davon haben konnten, außer einer Info oder einer Idee, die Rossi und Abby hatten, dass die nicht alle in ihren Aussagen stehen hatten, dass Rossi ihre Idee gefunkt hat. Ja, dass einfach nirgendwo anders davon irgendwie die Rede ist, dass da schon mal sowas in der Art vorgefallen ist. Obwohl es gefunkt worden ist. Also das ist das Einzige, was eben so ein bisschen komisch ist. Also ich würde noch nicht mal sagen, es stört mich. Es ist mir einfach nur aufgefallen. Deswegen habe ich es aufgenommen. Wie gesagt, ich versuche ja nur zu verstehen, wie du denkst, weil das ist zum Beispiel sowas, was ich völlig irrelevant finde, weil mir völlig klar ist, warum die anderen das nicht erwähnen, weil die keine Ahnung haben, von was Rossi da geredet hat. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann hätte ich doch nachgefragt. Ich glaube, die hatten in dem Moment was anderes zu tun, als nachzufragen. Wo wir wieder bei dem Feedback sind. Nochmal, dieses Feedback steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Da muss ich nämlich auch mal noch fragen, ob der Herr Jones, da habe ich nämlich tatsächlich eine Frage, wie lange der schon da ist. Und so. Weil da ist nämlich auch bei der Aussage vom Herrn Jones, David Jones, Entschuldigung, bei der Aussage vom Herrn Jones, sprich bei der Nummer 5, hat er nämlich eingetragen, dass er war ich der Erste vor Ort und habe von weiteren, das war wahrscheinlich von Weitem, bereits eine Person mit Weihnachtsmannkostüm vor der Tür angetroffen. Nach circa einer Minute sind weitere Einsatzkräfte eingetroffen. Wie hat er denn auf die Person da reagiert? Das sind so Sachen zum Beispiel, die fehlen. Das wäre ja schon mal irgendwie relevant, was er da gemacht hat. Das ist schon eine Frage, die ich mir da stelle. Und was ich mich zum Beispiel auch frage, wo das vierte Fahrzeug ist in der, nicht das vierte Fahrzeug, das Fahrzeug in der Akte mit der 4 von Oldfield, wo sie den Halter nicht ermitteln konnten. Wo ist denn das Fahrzeug? Frage ich mich. Deswegen, aber dann machen wir das morgen, dann befrage ich die morgen auch nochmal. Immer schön Pini treten. Dann befrage ich die nämlich morgen auch nochmal mit meinen Fragen. Und dann müssen wir mal weiter gucken. Ich weiß nicht, hast du Johnson heute gesehen, Gabby? Nein. Okay.
Ich weiß ja nicht, ob der morgen noch mal da ist, weil wenn ich mich nicht irre, war das nicht Johnson, der den da in Griffeln hatte, Jay, als wir da angekommen sind? Ich meine ja, Johnson hatte grün an, ne? Ich meine, Johnson hatte grün an und ja, ja dann war ja, er hier, das. Hier Khaki oder so. Ja, grün. Ja, Johnson war grün und Lasse war schwarz, glaube ich, unten angezogen. Ja. Und der Rest weiß ich nicht. Weil dann müssen wir im Notfall halt mal Johnson fragen morgen. Aha. Aber deren Aussagen fehlen ja eh noch. Ja, die wollten sie ja noch nachtragen. Ja. Und dann, ja. Müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Aha. So. Es steht bei Liebermann jetzt mittlerweile was Neues drin? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Also vorhin, als ich nochmal geguckt hatte, stand noch nichts Neues drin. Wenn sie jetzt nicht nochmal was hinterlegt haben. Ja, guck an. Ach, jetzt gibt's das zweimal, ist das euer Ernst? Ich hatte mich bei der Akte nur gefragt, warum nur Nötigung in der einen Akte, also schwere Nötigung drinsteht. Und jetzt haben sie das Gleiche nochmal gemacht, aber mit viel mehr. Ja, jetzt sind halt die richtigen. Aber warum machen sie das nicht in die erste Akte? Ja, das ist ein Kommunikationsfehler zwischen Rossi und Oldfield. Oh. Ja gut, aber dann brauchen wir die Akte nicht nochmal lesen. Das ist so eine Akte, da kriege ich Albträume von. Mhm. Ich mache die eine gerade mal zu. Oh. Ach ja, ansonsten, ich hatte mich nochmal mit der Akte von Mike Frost beschäftigt. Und hatte einmal mit Buddy gesprochen, weil ich da so ein paar Fragen hatte. Es steht ja mit drin, dass er irgendwie beim FD schon mal war und mittlerweile aber da nicht mehr arbeitet. Und da hatte ich Buddy mal gefragt, wie lange er da gearbeitet hat. Nicht lange genug, dass er eine CSA-Ausrüstung bekommen hat. Achso, dann hast du auch schon mit ihm gesprochen. Das hat er mir auf die Nase gebunden, ohne dass ich überhaupt danach gefragt hatte. Achso. Aber ansonsten hätte ich auch danach gefragt. Okay. Nee, und er hatte damals auf jeden Fall selber gekündigt. Nach anderthalb Wochen. Okay. Inwiefern das halt relevant ist, weiß ich nicht. Ja, das weiß man nie. Das ist halt so das Thema. Abby, möchtest du Akten schließen? Wenn du mich Gabby nennst, dann ja. Ich hab doch Gabby gesagt. Nein, du hast Abby gesagt. Nein, sie hat Gabby gesagt. Dann ist das hier drüben nicht angekommen. Darling, möchtest du eine Akte zu machen? Sehr gerne. Welche Akte soll ich denn schließen? Die 69710, die bei die zweite quasi bei Liebermann, wo nur die noch nicht mal die Hälfte aller Delikte drin steht. Mit dem Vermerk, dass Weiterbearbeitung in Akte... Den Vermerk habe ich dir schon reingebracht. Ach so, okay, dann brauche ich sie nur zu machen. Du hast dich letztens so gefreut, dass du Akten schließen konntest. Geschlossen. Deswegen dachte ich, lass dich die mal schließen. Mhm. Ist zu. suchst du mir gerade mal die Aktennummer raus von Frost? Sekunde, die Aktennummer von Frost ist die 69233. Er heißt Mike, ne? Mieke, genau. Jetzt habe ich Frose geschrieben. Ich glaube, das ist woanders hier. Ja, da ich bisher noch keine Meldung aus dem PD gekriegt habe, gehe ich davon aus, dass er heute gar nicht in der Stadt ist. Er ist auch gestern schon seiner Meldepflicht wohl nicht nachgekommen. Hm. Hat mir Oldfield eben erzählt. Ah, okay.
So. Vor allem. Das ist absolut richtig, Basti. Das ist absolut richtig. Aber wenn Chefe mich hier nicht gehen lässt und ich ja eigentlich noch mit Henry quatschen will, Ich würde so gern unterlassene Hilfeleistung mit reinpacken, aber es war ja leider keine unterlassene Hilfeleistung. Was mich vor allem wundert, warum haben sie da Körperverletzung und nicht vorsätzliche Körperverletzung reingepackt? Was soll das denn? Ja, bitte, M. Nee, ist gut. Ich denke, dass es euch bewusst ist, wenn da zwar täglich drin steht, das aber eigentlich bedeutet, nur wenn er wach ist. Ja, aber er war ja gestern wach. Also genau genommen muss er sich zweimal täglich melden. Einmal genau. Beim Aufstehen und einmal beim Schlafen legen. Genau. Und er war ja wach, weil sonst hätten sie ihn ja nicht auffinden können. Und da hat er sich schon nicht mehr gemeldet. Ach. Selber sucht die. Darling, kannst du mal gucken, ob du bei der Akte jetzt bitte die normale Körperverletzung rauskriegst, ohne den Rest zu löschen? Ich krieg's nicht raus, ohne den Rest auch rauszuschmeißen. Da ist die Frage, wie mache ich das? Das habe ich noch nie gemacht. Achso, du gehst oben bei Aktionen auf Bearbeiten. Ja. Und dann siehst du ja, was dir quasi angegeben wird. Ne? Das wären ja dann sozusagen beschreibbare Felder sozusagen. Und wenn ich da reinklicke, dann nimmt er alles raus. Na okay, dann ist das bei dir auch so. Kann pack man mal alles raus. Warte, ich mache mir erst eine Notiz, was da jetzt drin steht. Ich hab's hier. Ist gut. Okay. Ich sag's dir an. Also, Aktion, bearbeiten, reinklicken. Was soll ich reinsetzen? Also, wir brauchen einmal eine Freiheitsberaubung. Ja, ist drin. Wir brauchen eine Entführung. Ist drin. Eine Nötigung. Nur Nötigung? Nötigung, ja. Mhm. Und eine vorsätzliche Körperverletzung. Okay. Noch. Noch etwas? Nee, nur vier im Moment. Okay. Dann speichere ich das jetzt. Aber der zeigt mir jetzt gerade gar nichts an. Also Freiheitsberaubung? Freiheitsberaubung, Entführung, Nötigung und vorsätzliche Körperverletzung. Okay, ich speichere jetzt. Freiheitsberaubung, Entführung, Nötigung, warte mal. Körperverletzung und vorsätzliche Körperverletzung. Hä? Warte, ich mach's. Jetzt muss nur noch die Körperverletzung raus, dann sind wir clean. So, Freiheitsberaubung, Entführung, Nötigung, vorsätzliche Körperverletzung. Na also. $9.800, das klingt zu wenig. Definitiv. Ist halt leider keine Geiselnahme. Mir ein, das ist doch alles dumm.
Die Freiheitsberaubung ist auch unnötig. Die ist schon in der Entführung mit drin. Jetzt kriege ich die ja wieder nicht raus. Aber eine Frage, warum ist das keine schwere Nötigung? Lies dir mal die schwere Nötigung durch. Ich hatte die auch im Auge, aber er wurde halt nicht zu Straftaten gezwungen. Deswegen? Bitte? Nur deswegen, weil er keine Straftat begangen hat? Wobei, er ist ja nach Kayo. Das habe ich mich auch gerade in dem Moment gefragt. Weil das ist eine Straftat und er wurde genötigt dazu, dahin zu gehen. Und damit hätten wir doch eine schwere Nötigung. Und das nur mit Kayo, genau. Kayo ist Sperrzone. Ist Kayo Sperrzone? Ja. Weil in Gesetzen ist es nicht drin. Du darfst laut Aussage des Bürgermeisters Kayo nicht betreten. Und wenn du es betrittst, wirst du behandelt wie ein Straftäter. Na gut, mit was für eine Strafe? $10,000. Lasse, ich brauche mal deine Meinung zu was. Läuft Kayo aktuell als Sperrzone? Okay, weil dann wird nämlich aus der Nötigung eine schwere Nötigung bei der Akte beim Liebermann. Weil dann wird er gezwungen, eine Straftat zu begehen, sprich betreten Sperrzone. Er wurde mit dem Boot dahin gefahren. Also die haben den in dem Suburban am Cannabis da oben, haben die den eingesackt, haben den irgendwie Richtung, also jetzt Kurzfassung, ne? Dann wurde er auf ein Boot gepackt, wurde auf Kayo gebracht. Und wenn Kayo aktuell Sperrzone ist, dann ist es eine schwere Nötigung. Ja. Ja. Dann habe ich mal aus der Körperverletzung eine vorsätzliche Körperverletzung gemacht. Weil das ist definitiv Vorsatz, was sie da angestellt haben. Das war kein aus Versehen. Ja, und wenn ich die Gesetzeskunde mit denen mache, kannst du versuchen, mich vorher daran zu erinnern, dass ich denen sage, dass Paragraphen, die schon in anderen Paragraphen mit integriert sind, nicht nochmal eigenständig da reingeschrieben werden. Das machen die ständig. Ja, ja, dachte ich auch, aber es ist ständig nochmal mit drin. Ich muss da unbedingt dran denken, wenn ich mit denen die Gesetzeskunde mache. Ja, wir versuchen es einfach beide. Okay, gut, super. Ich ändere das jetzt aktuell erstmal in die schwere Nötigung und ich gucke mal, ob ich morgen Alfred erreiche, wie das mit der Sperrzone ist. Okay, super, danke schön. Tschüss. Ich finde das schön, dass wir das alle nicht wissen. Mhm. Also an und für sich ist es ja eine Sperrzone. Ja, das, ne, das ist halt das irgendwie war, schon... Das wird wahrscheinlich nur das Problem sein, dass es gesetzlich im Moment nicht verankert ist. Ich habe nochmal extra nachgelesen, steht im Gesetzbuch nicht drin. Was? Dass Kayo eine Sperrzone ist. Ja, das ist es halt. Ne, das ist halt mein Problem. Können wir nicht noch Bedrohungen mit reinnehmen? Ja, die hatte ich eben schon drin und habe sie wieder verloren. So, kriege ich jetzt die Nötigung? Natürlich nicht. Ich hasse dieses System. Wirklich.
Wirklich, wirklich. Wir haben übrigens Betreten von Sperrzonen nicht einhalten des Platzverweises ansonsten auch. Aber ich ja, gut, das denke, das ist weniger. Das können wir lieber mal schlecht erklären. Ja, ja, das wäre irgendwie, das wäre kontraproduktiv. Geil. Ja, ich bin das einfach einmal durchgegangen und also das, was mir richtig was reindrücken. Also das, was mir das, was mir halt noch aufgefallen wäre, wäre ansonsten die Bedrohung. Ja, wie gesagt, die hatte ich eben schon drin und dann ist sie bei dem Versuch, die es zu ändern. Das ist mir Achso, jetzt, wenn ich die Akte nochmal aufmache, jetzt steht das auch drin. Dann haben wir Entführung, Nötigung, ja, was jetzt eine schwere Nötigung ja, wäre. Ja, weil ich gerade noch am Bearbeiten bin. Die vorsätzliche Körperverletzung und die Bedrohung. Schwere Nötigung. Alter, es sind immer noch 9500. Du musst dringend an den Gesetzen drehen. Das finde ich so nicht gut. So. Also. Kinder. Wir machen jetzt hier Feierabend. Ich muss schlafen gehen. Ach, sehr gut. Ja, so. Wisst ihr was, wenn man den Rest morgen? Okay. Ich hab tatsächlich jetzt echt keinen Bock mehr. Ich muss auch dringend ans Auto. Ich brauche ein neues Sandwich. Ich habe keins mehr in der Tasche. Ich wollte gerade sagen, achtet ihr bitte auf euer Essen und Trinken. Ja. Getrunken habe ich genug. Anni? Alles gut. Ansonsten würde ich, warte, ich trage eben noch meine Zeiten fertig ein. Sunshine, hast du dir das, was ich dir zukommen lassen habe? Ja, also. Nochmal erklären, was. So. Doch. Achso. Oh, ist mir nicht aufgefallen. Also nur zur Info, jetzt. Ich bin aktuell bei 7,5 Stunden. Ja, das machen wir gleich noch. Okay. Wir müssen ja eh runter. Ja. Also, du hast da. Wie du so schön siehst. Du musst dir übrigens noch eine Farbe aussuchen, die möglichst noch nicht vergeben ist, bitte. Bei Aktuelles bitte täglich reingucken, am besten, wenn aufgestanden. Für den Fall. Ich gehe mich schon mal kurz umziehen. Ja, geh nur.